Märchen sind ein Teil unserer Kultur und bergen oft Weisheiten für unsere Kinder. Aber man sollte genau abwägen, welche Märchen man erzählt und welche nicht. Guten Morgen! Schneewittchen, ein Märchen der Gebrüder Grimm, wo ein junges, bildhübsches Mädchen, dessen Mutter stirbt, damit konfrontiert wird, dass ihre neue narzisstische Schwiegermutter einen Jäger engagiert, um sie zu töten. Eben genau aus dem Grunde, dass das Mädchen schöner ist als die Schwiegermutter. Der Jäger lässt das junge Mädchen hingegen aber aus Mitleid leben und dieses findet Obdach bei den 7 Zwergen, wo es sozial integriert wird. Die Stiefmutter bekommt davon Wind und setzt weiter alles daran, Schneewittchen zur Strecke zu, bringen. Ihre neuen Freunde, die Zwerge, befreien sie ein ums andere Mal, als dann aber beim letzten Attentat auf Schneewittchen diese für tot erklärt wird, betritt der Königssohn die Szenerie und bringt sie ins Schloss und damit rettet er Schneewittchen unwiderruflich. Der Grund dafür ist, weil der Königssohn den Anblick ihrer Schönheit nicht missen möchte. Was lernen die Kinder, insbesondere die Mädchen, in dem Fall aus diesem Märchen? Sie lernen, dass Schönheit vollkommen ausreichend ist, um im Leben voranzukommen. Was an sich keine falsche Information ist. Ich verweise da auf den sogenannten Halo-Effekt oder Halo-Effekt, welcher besagt, dass wer attraktiv ist, bei anderen nicht beobachtbaren Eigenschaften wie zum Beispiel Beliebtheit, Intelligenz oder Sympathie ganz klar besser eingeschätzt wird. Auch ist es gerade bei Mädchen in der Schulzeit so, dass ja, die Schönheit sich auch in der Notengebung positiv auswirkt. Auch bekommen diese schönen Mädchen meist mehr soziale Anerkennung und können soziale Ausgrenzung bis hin zum Mobbing eben dadurch verhindern. Aber, und das ist der Grund, warum ich dieses Märchen von Schneewittchen nicht einfach so vorlesen würde, es fehlt der kritische und der bewusste Umgang mit der Kehrseite der Schönheit. Denn wenn dieser fehlt, werden kleine Mädchen einfach alle Energie daran setzen, so schön wie möglich zu sein und die neurologischen Netzwerke sich entsprechend bilden und natürlich dann auch verstärken. Aber so sehr es im Kindheits- und Jugendalter von Vorteil ist, schön zu sein, desto gravierender sind die Auswirkungen im Berufsleben und im Alter. Attraktive Frauen unterliegen viel stärker der Gefahr, belästigt und diskriminiert zu werden. Und das nicht nur von Männern, sondern gerade von Frauen. Man spricht in dem Kontext von dem Queen Bee Syndrom. Im Arbeitskontext ist bekannt, dass Frauen häufig von anderen Frauen im Unternehmen, die eine höhere Position bekleiden und hässlicher sind, aufgrund ihrer Attraktivität diskriminiert werden. Aber warum ist das so? Eben genau darum, weil Märchen wie Schneewittchen uns von Anfang an suggestiv beeinflussen und die Schönheit als das ultimative erstrebenswerte Ziel im Leben darstellen. Die halbe Industrie dieser Welt fußt auf diesem Glaubenssatz, angefangen von den Pharmaunternehmen über Lebensmittel, Kosmetik bis hin zu Schönheitsoperationen wird dieser Grundsatz weiter bedient und erneuert. Jeder strebt nach Schönheit. Was an sich, ich wiederhole mich da gerne, nichts Verwerfliches ist. Aber der zentrale, teilweise wirklich alleinige Fokus auf die Optik, auf die Schönheit, das senkt den kollektiven Verstand einer Gesellschaft und das Voranschreiten der geistigen Evolution dieser. Dazu führen Konkurrenz- und Neidgefühle, gerade im Jugendalter, zwischen den Mädchen zu teilweise indirekten, teilweise auch direkten Aggressionen, die als Verhaltensmuster dann eine Gesellschaft auch negativ prägen. Schaut euch mal die unterschwellige Aggression auf den Straßen in Deutschland an. Auch wird fehlende Schönheit in der Mehrzahl der Fällen zu einer Verringerung des Selbstwertgefühls führen. Auch wieder aus dem vorher genannten Ausführungen. Was damit natürlich auch wieder zu einer Verringerung der Selbstliebe führt und damit die Basis für viele psychische Krankheiten darstellt. Schneewittchen unterstützt dieses Denken
Und das ist in meinen Augen durchaus gefährlich, weil es als Märchen mit seinem Happy End positive Gefühle in den Kindern weckt und damit neurologische Strukturen viel intensiver kräftigt. Verweise da auf mein Video zu den neuronalen Netzen. Ich für meinen Teil werde das Märchen von Schneewittchen nicht mehr kommentarlos vorlesen, weil ich für mich entschieden habe, dass dieses Märchen suggestiv auf unsere Kinder negativ wirkt und der geistigen Evolution im Wege steht. Was ich mache, ist das Märchen vorlesen und dann die Geschichte, insbesondere den Aspekt des Strebens nach Schönheit, gemeinsam mit dem Kind zu analysieren, zu reflektieren, ja, und einfach auch dem Kind die Möglichkeit geben, da ein bisschen weiter zu denken als die Gebrüder Grimm. Ich war sowieso immer jemand und bin immer noch jemand, der mit den Kindern exakt so spricht wie mit Erwachsenen und schon immer der Meinung war, dass dieses Bu-bu-bu-bu-bu einfach nur respektlos ist. Aber das sollte jeder auch wieder für sich entscheiden. Ich stelle nur meine Meinung dar und ich finde, das Internet ist ein wunderbarer Raum, um einfach auch mal Meinungen parallel stehen lassen zu können. Ich verurteile niemanden, der Schneewittchen vorliest. Ich möchte das nochmal explizit sagen. Ich verurteile niemanden, der Weihnachten feiert, niemanden, der Geburtstag feiert, der zu Silvester Raketen in die Luft schreibt und niemanden, der Tiere isst. Ich verurteile niemanden. Ich möchte einfach nur meine Meinung euch präsentieren. Ja, das habe ich heute getan. Also Vorsicht vor Schneewittchen. Wenn ihr Lust habt, dass ich noch andere Märchen unter die Lupe nehme und auch aus psychologischen Aspekten betrachte, ja, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben und dann weiß ich, dass euch ja auch gefällt, mal so ein paar Dinge in Frage zu stellen, die man normalerweise eigentlich in Frage stellt. Wie kann er den Schneewittchen angreifen? Ich habe auch zum Thema Märchen und Psychologie ein tolles Büchlein gefunden, was ich euch unten verlinkt habe, wo auch teilweise andere Auffassungen als meine geschrieben stehen, aber ebenfalls auch ohne diese Unangreifbarkeitsglocke des deutschen Kulturguts Märchen. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Buch, was mich auch inspiriert hat, heute zu Schneewittchen zu reden. Wie gesagt, aus einem etwas anderen Aspekt wie das Buch, aber ja, das war die grundlegende Inspiration. Link findet ihr, wie gesagt, unten. Meiner Meinung nach sollten wir alles, wirklich alles in erster Instanz in Frage stellen. Nur dann können wir uns auch tatsächlich weiterentwickeln. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.